Auf dem Gipfel zur sogenannten Neuen Seidenstraße in der chinesischen Hauptstadt Peking sind Vereinbarungen über 64 Milliarden US-Dollar unterzeichnet worden. Das sind an die 57 Milliarden Euro. Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte auf der internationalen Wirtschaftskonferenz: Gemeinsames Wachstum durch Dialog und Zusammenarbeit. An diesem Prinzip halten wir fest. Alle Staaten, die mitmachen wollen, sind willkommen. China hat sich immer für Gemeinsamkeit und Ehrlichkeit im Umgang mit anderen eingesetzt. Wir wollen eine saubere, eine anständige und eine umweltfreundliche neue Seidenstraße in dieser neuen Ära. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin war in Peking. Er sagte: Keiner will Beschränkungen, keiner will einen Handelskrieg. Es herrscht doch eine fast hundertprozentige Übereinstimmung darüber, dass Beschränkungen, egal welcher Art, der Weltwirtschaft nur schaden. Es geht bei der sogenannten Neuen Seidenstraße um Milliardeninvestitionen in Straßen, Schienenwege, Häfen und andere Infrastruktur für neue Handelskorridore. An dem Gipfel hatten 38 Staats- und Regierungschefs teilgenommen.